Hallo Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mystical Block. In der letzten Folge habe ich während dieser Abwehr die ganzen Seeds hier gemacht. Vorhin den Stein-Seed hier dann angefertigt. Das war mit so besser, weil und ich habe auch diesen Seed-Gänger entfernt, weil das Ding ist uns eigentlich relativ unnütz jetzt mittlerweile, weil die ganzen Tier 2 Seeds kriegen wir gar nicht mehr damit. Ich würde aber jetzt sagen, wir gehen erstmal die Meinung der Menschen und tun uns ein paar Herzen. Bei Noe kann nochmal ein bisschen, nochmal ein Stack Holz. Genau. Von denen nochmal in der Zeit durch und dann würde ich sagen, wir gehen in die Meinung der Menschen. Ich habe natürlich jetzt, Wecker vergessen. Und was finden wir? Mal, wir nehmen was alles mit, was wir. Platinum können wir gleich mitnehmen. Okay, dann brauchen wir hier Eisen. Oh, Prosperity Charts ist auch etwas, was wir brauchen noch. Was nehmen wir jetzt alles erstmal mit? Was wir brauchen, sind Diamanten, weil ich will mit dem Sieb anfangen. Ich weiß, braucht man zwei Diamanten, glaube ich, um das Sieb zu bauen. Mit dem Sieb kommen wir dann an die ganzen Anlage des Standard-Sieds. Damit können wir dann können wir dann später dann noch bauen normale Sieds, damit wir die Prosperity-Sieds machen können, mit denen wir dann hinterher weiß es. Die Tier 2 Seeds erstellen können. Und auch ganz viel anderes machen können. Also ohne die Tier 2 Seeds kommen wir gar nicht weiter. Aber die normalen Seeds, also machen wir Diamanten. So, ich nehme jetzt erstmal alles mit, was wir kriegen können. Okay, hier kriegen wir auch ein bisschen normale Kohle. Das ist auch gut. Kofferraum. Ist auch wichtig. Wir nehmen mal alles mit, was wir kriegen können. Platinum können wir auch mal mitnehmen. Wer darf mal mit, was wir kriegen können? An Kohle, Eisen. Eines ist eigentlich nicht so wichtig für uns, weil Steine haben wir ja mittlerweile schon Besitz für. Oder aber noch nicht für das erste Tier 2 Tier. Anja, ich brauche das, glaube ich, hat man nicht.
Tinker mal mitnehmen, das ist gut. Dann würde ich sagen, wir gehen uns einfach zurück in unsere Base. Okay, der geht mal noch mal in den Ofen. Zwei. Okay. Dann passen wir einmal das Eisen rein. Hier ein bisschen Kupfer. Fischmörtel, wir später für die ganzen hier zwei Sezitör brauchen, brauchen wir den Fischmörtel. Das sind drei rote Teppiche, zwei Gold, vier Steine. Haben wir vier Seeschalf. Dafür brauchen wir auch eine ganze Menge. Hier zwei Steine und ein Gold. Froh. Dann machen wir jetzt einfach zwei Spitzhacken. Ah. Starcher. Okay, da brauchen wir String, Leder und eine Truhe. Genau, Gold brauchen wir. Aber Diamanten ist das mal das Wichtigste. Wir brauchen vier Diamanten, ne? Wir brauchen acht Diamanten. Okay, das wird eine Menge Arbeit. Was jetzt auch noch quatschen, weil es ein Schwert. Weil wir haben Mobs an. So. Kommt weiß auch durch, sehr schön. Können wir was damit anfangen? Schwer ist ja auch drin, wie man sehen kann. Wie lange?
Okay, das war dann wohl Zeit wahrscheinlich. Nein, schade, aber gut. Ich werde da halt die Meinung dann einsehen. Okay, Platinum können wir mit Eisen abbauen. Gut. Also so ein Kopf gehabt, weil auf Testbett habe ich doch Eisen mit Platinum mit Eisen abgebaut. Noch ein bisschen Kupfer. Ja, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Danke, wir brauchen Diamanten. Was ist das Wichtigste eigentlich in diesem meinem Turm? Brauchen eigentlich alles Mögliche an Materialien. Bei der Wand kriegen wir das super. Weil nur mit Diamanten werden wir an die nächsten Sachen rankommen. Brauchen wir noch nicht, aber können wir später auch noch brauchen. Ja, schon wieder mal so weit sind, natürlich, ja,
Level jetzt schon zum Enchanten. Okay, das geht deutlich schneller. Okay. Ja, wie gesagt, die Sorgen meiner Excavator Thing. Ist schon ganz praktisch. Ja, immer auch ganz wichtig. Jetzt ziemlich halb runter. Und dann schluckt den anderen weiteren Schluck für okay?
Okay. Dann würde ich jetzt gerne kurz betonen. Das war jetzt natürlich smart. Dann gehe ich halt aber kurz zurück.